Hallo zusammen, hier ist wieder Tiller und Schöch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partisan-Kisten aufmachen und dazu bin ich hier auf dem Chami. Wir wollen aber heute ein bisschen, ja, cheaten würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich erkläre es euch kurz, was wir machen wollen. Ich will ja insgesamt 20 Kisten aufmachen. Das letzte Mal hatte ich ja 20 Stück aufgemacht. Und dann dementsprechend kein Glück gehabt. Mittlerweile brauche ich ja nur noch ein einziges Item vom Schamanen, die Wellensprecherhandschuhe. Und da ich jetzt alles fertig gequestet habe, also ich quasi in den alten Gebieten eigentlich alles an Timok geholt habe, müsste ich jetzt, um diese 20 Kisten aufzufüllen, also 11 habe ich gerade noch, in Haufen Quests machen. Ich denke mir aber, oder ich hoffe, dass in diesen 11 Kisten das Item drin ist, ja, dass ich mir das sparen kann. So, jetzt dachte ich mir aber, wir wollen ja trotzdem 20 Kisten aufmachen, dass die Reihe stimmt. Jetzt machen wir so, wir machen jetzt die 11 Kisten auf, wo es drin sein kann. Und ich habe noch vom DH das letzte Mal ein paar über, die quasi, ja, die jetzt nicht wirklich brauche, weil da kann nichts mehr drin sein. Aber die machen wir jetzt einfach auf, dann haben wir die 20 Kisten, ja. Und ich hoffe, dass, die Chami-Kisten, die Elfers abwerfen. Jetzt machen wir hier so Vorbereitung. Da kann jetzt halt nichts drin sein, quasi, was ich brauchen kann. Das ist jetzt schon mal die Bad Luck, ist jetzt schon mal aufgebraucht. Und dann, also jetzt haben wir hier 10 Kisten aufgemacht vom DH. Das waren die, die ich nur über hatte. Und jetzt machen wir die Chami-Kisten auf. Und ich hoffe, dass es da drin ist. Na gut, da war ein Helm drin. Ein Ring. Ah, bitte gib mir das Item. Ich will nicht noch mehr questen müssen. Aber das hatte ich schon länger nicht mehr gesehen. Gürtel? Handschuhe? Eine Waffe? Nein, bitte, bitte. Ring. Umhang. Noch eine Waffe. Noch ein Ring. Ah, noch ein Hals. Ach, come on. Das ging halt nicht auf meinen Plan. Ach, so ein Dreck. So ein Dreck. Ja gut, also das war jetzt leider eine Nullnummer, das waren jetzt 11 Kisten vom Chami und die restlichen vom DH und es hat wieder nichts gegeben. Dieses eine scheiß Item, was ich noch über Partysync brauche, das Problem ist, ich habe jetzt alles durchgequestet, ne, und jetzt muss ich halt irgendwo gucken, dass ich mit dem Chami-Char einfach irgendwo Normalquests mache, einfach nur um die Kisten zu farmen. Ätzend, ich hatte nicht gedacht, wo ich das angefangen habe, diese ganzen Zonen zu questen, ne? Also ich habe ja von Classic bis jetzt einschließlich BFA wirklich jede Zone, Horde, Allianz, alle Quests gemacht, um die Temok-Sachen zu kriegen und nebenbei, jetzt nicht bei allen Sachen immer, aber bei fast durchgehend immer mit Partysync, dass das mit diesen Kisten so ätzend ist, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich wirklich, wirklich jegliche Quest gepartysynkt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Gebiete so durchgeballert, wo ich mir dachte, ah, da brauche ich nur eins für Rüstungsklassen, da lohnt sich mit dem Partysync nicht. Ah gut, rückwirkend betrachtet war das ein Fehler. Diese Kisten haben eine deutlich beschissenere Drop-Chance, als ich von ausgegangen bin am Anfang. Aber ihr seht es wahrscheinlich an den Teilen, die ich jetzt schon in dieser Reihe gemacht habe. Es müsste jetzt schon im höheren zweistelligen Bereich sein. Und ja, das hatte ich auch nicht so ganz gedacht gehabt am Anfang, wo ich die Reihe angefangen habe. Gut, genug der Worte. Das heißt für mich, ich darf jetzt wieder ein bisschen farmen. Freuen tue ich mich darüber nicht. Aber gut, ich will ja die letzten Sachen fertig kriegen. Und ja, ich melde mich dann wieder, wenn ich ein paar Kisten habe. Vielleicht kann ich euch dann auch ein paar Informationen geben, wo ich das am effizientesten gefarmt habe. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.